Bei diesem Großaufgebot der Polizei kann einem fast schon etwas mulmig werden. Zumindest, wenn man in die Verkehrskontrolle gerät. Doch halt, mit den Uniformen stimmt etwas nicht. Denn an der B66 in Kachtenhausen versammelten sich Gesetzeshüter aus 12 verschiedenen Ländern. Ihr Ziel? Den deutschen Kollegen etwas über die Schulter schauen. Ein guter Anlass, um nachzuhaken, wie der Polizeidienst in anderen Ländern läuft. Der richtig große Unterschied ist, dass wir halt nicht bewaffnet sind. Also wir haben keine, also wir haben schon Waffen, wir haben auch einen Schlagstock und Pfefferspray, also das Pava, aber wir haben halt keine Schusswaffen, die wir bei uns tragen. Diese schottische Polizistin spricht erstaunlich gut Deutsch. Ein Zufall? Wohl kaum. Melanie Itze ist aus Deutschland. Ihren Traum, zur Polizei zu gehen, konnte sie hier allerdings nicht verwirklichen. Denn sie ist kleiner als 1,63 Meter und erfüllte damit nicht die Mindestgröße. In den schottischen Gefilden war das kein Problem. Hier ist sie schon seit Jahren dem Gesetz verpflichtet. Ihre Deutschkenntnisse haben mir auch schon das ein oder andere Mal weitergeholfen. Zum Beispiel bei der Kontrolle eines deutschen Reisebusses. Da habe ich ihn angehalten, habe ich direkt zu ihm auf Deutsch gesagt, die Ampeln sehen hier aber genauso aus wie in Deutschland und hier darf man auch nicht mehr drüber fahren. Dann hat er mich erst noch so angeguckt, ne? Aber dann hat er gelacht und dann war gut, aber dann war ganz lustig. Bei Rot in der Schweiz über die Ampel brettern oder bei freier Straße richtig aufs Gas drücken? Keine gute Idee. Die Strafen im Nachbarland fallen deutlich höher aus als bei uns. Das Straßenverkehrsgesetz in der Schweiz ist relativ happig. Hier in Deutschland ist es ein bisschen locker. Wenn man in der Schweiz zu schnell fährt, ist da der Scheck für eine lange Zeit weg. Und man kann im schlimmsten Fall den Führerschein von neu wieder anfangen. Und damit nicht genug. Rasern droht sogar eine Gefängnisstrafe, wenn die Geschwindigkeit weit überschritten wird. Geldstrafen werden oft nach Einkommen berechnet. Zum Beispiel eine Hausfrau, die hat eine kleinere Strafe als ein Manager zum Beispiel. Die Spanier machen es sich etwas leichter, wenn es um Alkoholkontrollen geht. Roberto Santiago erklärt den Unterschied. Der Unterschied, den ich bis jetzt gesehen habe, ist die Alkoholprobe am Fahrer. Dort können wir in einer Kontrolle alle Fahrer eine Alkoholprobe machen. Er muss die Probe machen. Bis 0,25 Promille sind in Spanien erlaubt. Ein Atemtestgerät erkennt, ob Alkohol im Spiel ist. Das ist ein kleiner Testgerät, Alkoholtestgerät. Sehr einfach zu benutzen und sehr schnell. Der Fahrer nur muss hier blasen, ohne Mundstücke. Wir sind umweltfreundlich. Und das Gerät sagt uns, ob der Fahrer Alkohol hat oder nicht. Der Führerschein ist ab einem Wert von 0,6 Promille weg. Das wird als Straftat gewertet. 4 Jahre kann es dauern, bis die Fahrerlaubnis wieder beantragt werden darf. Deutschland hat im internationalen Vergleich schon recht lockere Gesetze, was Alkohol am Steuer angeht. Die Österreicher setzen allerdings noch einen drauf. Zum Beispiel gilt in Deutschland eine Alkoholisierung ab 1,1 Promille, sofern ich richtig informiert bin, als Straftat. In Österreich ist das nach wie vor im Vergleich zu Deutschland eine Ordnungswidrigkeit. Viele der Gesetzeshüter haben auch so manch eine kuriose Geschichte auf Lager. Vor kurzem hatten unsere Kollegen von der Autobahnpolizei einen Konvoi von Motorradfahrern. Haben wir sehr viele. Österreich ist in der Hinsicht ein schönes Transitland. Das Skurrile war, dass am Tank ein Rucksack angebracht war und in dem Rucksack saß der Hund vom Motorradfahrer. Und der dachte, geht doch, war übrigens ein Deutscher. Ging natürlich nicht. Der Hund gilt nämlich als Ladung und muss im Auto transportiert werden. Das galt auch für den Hund aus dieser Geschichte. Er musste aus Österreich abgeholt werden. Europe on Patrol war das Motto des internationalen Polizeisymposiums. Zum ersten Mal hat das Treffen in Detmold stattgefunden, nach 2 Jahren Planung. Wir wollen voneinander lernen. Wir können auch nicht alles am besten und warum? Europa wächst zusammen und auch auf Polizeiebene ist das durchaus auch mal eine Maßnahme, sich miteinander auszutauschen und vor allen Dingen auch die Sichtweise möglicherweise zu verändern.